Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kettle & Korops aus der Early Access. Ja, ihr wundert euch, warum wir plötzlich hier am Wurststand stehen. Ich habe nochmal die Map geladen, wo ich die Mission gemacht habe. Weil es ist jetzt wohl eine neue Mission dazu gekommen. Für die zweite Saison. Da sind wir ja jetzt dann im Prinzip. Deswegen habe ich hier die Karte nochmal geladen. Ja, es hat ein Update gegeben. Gestern, also am Freitagabend. Eine schöne Neuheit ist hier, wenn ich Taste I drücke, dann blende ich mir hier die Tastenbelegung ein. Also das finde ich eine sehr schicke Sache. So, aber jetzt gucken wir erstmal, was die Missionen sagen. Hilfe bei der Fütterung, wir brauchen Hilfe, goldene Ernte, Maisernte für die Biogasanlage. Ja, dann fangen wir doch mal mit der Hilfe hier an. So, annehmen. So, stelle einen Mitarbeiter ein. Und beauftrage ihn damit, die Tiere zu füttern. Das Futter wird im Silo entnommen und in den Futtertrögen verteilt. So, jetzt fahren wir aber erstmal wieder... Ach so, auf der Seite kann ich nicht einsteigen. Erstmal wieder zurück zum Hof. Alternativ lassen wir fahren. So, dann machen wir gerade mal das Ding raus. Hoppala. Will die. So. Da müssen wir hin. Sagen wir mal, da wollen wir hin. Und starten mal den Motor. Ich muss mal. Achso, der Lim macht die Handbremse an. So. So, nächster Versuch. Und dann lassen wir uns zum Hof fahren. Weil da möchte ich natürlich sehen, was da passiert. Logischerweise. Ah ja, da fährt er lang. Okay. Ja, das derweil kann ich da mal kurz vorlesen, was alles im Changelog steht. Also, neue Mission für die zweite Saison. Die möchte ich jetzt natürlich dann spielen. Es wird eine Meldung im Messageboard angezeigt, wenn die Tiere nicht genug Futter haben. Das hat bis jetzt gefehlt. Bei Quests können nun Hilfslinien auf dem Feld. Also bisher ging es nur auf flachem Feld, jetzt geht es auch auf hügeligen Feldern. Nur, dass man die anzeigen lassen kann. Wir können über die Taste I das neue Steuerungsinfo-Hilfefenster anzeigen. Hier wird uns die Tastenbelegung für die aktuelle Umgebung, Charakter also oder Vehikel angezeigt. Das können wir nochmal machen. Wir sind ja jetzt im Traktor. Seht entsprechend, dass es mehr geworden ist. Also finde ich eine super Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das Quest-System wurde erweitert. Man kann jetzt automatisch Quests zu verschiedenen Jahreszeiten erstellen. Also verschiedene Aufgaben. Beispiel für die Zukunft, Auftragsarbeit, Pflüge zu einer bestimmten Zeit verschiedene Felder, die nicht in deinem Besitz sind. Nicht in meinem Besitz? Die in meinem Besitz sind, oder? Oh ne, das ist Auftragsarbeit, okay. Ich kann also, ach so, ich kann entsprechende Aufträge erstellen. Ah, okay. Ja. So wie Auftrags-, also wie wenn man selber Helfer spielt im LS17 zum Beispiel, da ist das ja auch. Da kann ich mir Aufgaben suchen und sowas kann man dort dann anscheinend auch machen. Ja, dann, es kam vereinzelt vor, dass der Rückwärtsgang vom Automatikgetriebe nicht mehr funktioniert hat. Das Problem sollte behoben sein, also das sind jetzt Bugfix. HW wird vom Jaguar befüllt, wenn Maschinenpartikel in
Grafikoptionen ausgeschaltet sind. Das war wohl auch ein Bug. Fehlerhafte Darstellung bei geöffneter 3D-Ansicht im Maschinenshop wurde behoben. Die war mir gar nicht aufgefallen. So, der Schlauch des Fasses wird in der Gülle-Mission wieder an der richtigen Seite des Gerätes angeschlossen. Da, wenn man da, je nachdem wie Roman reingefahren ist, wurde der an der falschen Seite angeschlossen. Schreibfehler im Optionsmenü wurden korrigiert. Nach der ersten Häckselmission wurde der Helfer mit dem Jaguar teilweise wild umher. Das sollte auch nicht mehr auftreten. Und die Tore der Maschinenhalle öffnen sich nun wieder richtig. So, und bei der Tierfütterungstask werden die Tröge nicht mehr überfüllt. So, dann statischen Daten in der Fahrzeugübersicht. Da können wir gerade mal gucken. Die wurden wohl entfernt, weil sie noch keine Auswirkungen haben. Können wir gleich mal schauen. So, aussteigen. So, gucken wir gerade mal. Was für Daten waren das? Bin ich jetzt gerade noch überfragt, aber ist dann auch erstmal egal. User Actions, also das, was wir uns hier in die Leiste ziehen. Die ich jetzt natürlich gerade nicht habe. Das wird jetzt dann fahrzeugspezifisch auch gespeichert. Das war bis jetzt nicht der Fall. Das Speichern hat teilweise lange gedauert, das ist jetzt behoben worden. Sound des Arion und des Axion, die Knacksgeräusche sind weg. Stimmt, die waren jetzt auch nicht mehr da. Vom Axion weiß ich nicht, weil den habe ich nicht. Oder haben wir da einen? Ich glaube nicht. Doch, wir haben einen. Nee, halt. Wir haben nur Arion, kein Axion, genau. Okay. Und wir können jetzt die Steuerung wieder auf Standard zurücksetzen in den Optionen. Das ging bisher auch nicht. Das heißt, wenn man eine Taste belegt hatte, bekam man das so wirklich nicht mehr weg. Jetzt geht's dann. Und wenn wir uns schlafen legen, wird für eine bessere Übersicht zusätzlich zum Fortschrittsbalken das Datum mit angezeigt. Okay, und bei der Heckhydraulik vom Corn King wurde eine Schwimmstellung verbaut. Da gab es wohl auch Probleme. So, soviel erstmal dazu. Wir müssen jetzt einen Mitarbeiter einstellen. Da. Mitarbeiter Arbeitsmarkt, die Anne-Kathrin Hillenbrand. Stellen wir doch ein. So. Hammer. Erstelle eine Fütterungsaufgabe für Bahnride 2. Okay, Fütterungsaufgabe. Vorlage Fütterung. Fahrer, das ist die Anne-Kathrin. Gespann. Soll sie den Arion wählen und den Vertimix? Braucht man einen Frontlader? Wählen. Ach so, genau, und die Schaufel. So. Wer es übrigens nicht weiß, mit mittlerer Maustaste kann ich hier, mit gedrückter mittlerer Maustaste kann ich hier das Ganze verschieben, sodass man auf jeden Fall auch alles zu sehen kriegt. Das ist unser Gespann. Aus Bahn 2 war das. Silo, genau. Sich wiederholende Aufgabe jeden Tag um 8 Uhr bitte.
Ach so, vom Mais-Silo. Bahnreit 2. War es doch, glaube ich, ne? Speichern. So. Stelle eine Fütterungsaufgabe für Bahnreit 3. Wo ist denn die gute Dame jetzt? Macht sie schon irgendwas? Na, mach mal eine Fütterungsaufgabe für Bahnreit 3. 4 und 5. Kann ich das noch entsprechend bearbeiten? Drei, vier, fünf. Was passiert jetzt? Bin ich gerade überfragt? Lassen wir uns mal überraschen. Das Datum zählt jedenfalls hoch. Habe ich das jetzt durch die Aufgabe so ausgelöst? Glückwunsch, Mission abgeschlossen. Okay. Gut, deine Tiere hungern. Mindestens ein Tier im Stall hat heute nicht genug Futter erhalten. Ich weiß jetzt auch nicht, was die gute Dame gemacht hat. Wo ist denn hier unser zweiter Schlepper? Da ist doch genug Futter drin. Tja, der scheint weg zu sein. Ich weiß gerade nicht so ganz genau, was passiert ist. Irgendwas muss passiert sein. Nee, das wollte ich nicht. Gucken wir mal nach einer neuen. Was haben wir denn? Gülleausbringung. Dann bringen wir mal Gülle aus. Maisernte für die Biogasanlage. Und die Fütterung ist nicht bereit. Machen wir einfach mal die Quest. Wir brauchen Voraussetzung, Hilfe bei der Fütterung haben wir erledigt. Und wir kriegen als Belohnung einen Kökerling Rebell Classic. Unsere Güllelager haben sie über den Winter gut gefüllt. Zumindest reicht es für die Felder am Hof. Der Lohnunternehmer kommt heute mit seinem Stapelfass vorbei und hilft uns bei der Ausbringung. Unsere Aufgabe, die schnelle Einarbeitung der Gülle. Okay. So, steige in den 5.30, das kriegen wir hin. Das machen wir hier gerade mal zu. Fahre zum Fahrzeughändler. Dahin, genau. Kurz mal anmachen. Und lassen wir uns mal hinfahren. So, geht doch. Ja, also der Sound ist jetzt besser. Von dem Arion. Das muss ich mal sagen. Gefällt mir wirklich besser. Das Knack, 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 was sonst immer so kam, das ist weg.
Bei dem Axion ist dann wahrscheinlich auch weg, vermute ich mal. Das mit der Tierfütterungsmission hat mich jetzt echt etwas irritiert. Hätte ich da einzelne erstellen müssen und nicht einfach einmal alle zusammen. Da ist übrigens, ja, der Typ mit dem Fass. Der bringt uns die Gülle aus. Bin jetzt mal gespannt, was passiert. Kommen die aneinander vorbei? Ja, sieht so aus. So. Da ist bedingt frei, aber sehr gut. Ja, der Bug ist leider noch nicht behoben, dass die Spieler hier im Sitz sitzen und nicht drauf. Aber ja, das sind Schönheitsfehler, würde ich mal sagen. Da gibt es im Moment noch Wichtigeres. Wie zum Beispiel, dass die Helfer richtig funktionieren. Bin mal gespannt, wann das nächste Update kommt. So. Ein bisschen doof, dass der Helfer immer sofort die Handbremse reinklopft. So. Ziel erreicht. Jetzt hängen wir den gerade mal an. So. Fahre zur Farm. Machen wir. Das machen wir doch glatt. Irgendjemand schrieb, der Helfer hätte eine, der Händler hätte eine Einfahrt gekriegt, aber ich sehe jetzt gerade keine. Nö, das ist noch komplett mit Gras drum. Ist noch keine Einfahrt zu sehen. Der Autopilot gefällt mir. Also gerade bei der Aufnahme ist es jetzt eine praktische Sache, weil man kann einfach nebenher ein bisschen schwätzen. Wie zum Beispiel, was sich da halt alles getan hat. Bin mal gespannt, wann das nächste Update kommt. Müsst mal die Timeline nochmal wieder angucken. Also für heute war eins angekündigt. Seit, gerade überlegen, Dienstag glaube ich schon. Und ja, es sind jetzt nicht so die Riesenneuheiten drin, aber klar, man kommt regelmäßig Kleinigkeiten, ist auch was Feines. Und Priorität natürlich Fehlerbehebung. Ja, da hat schon ordentlich Gewicht auf der Hinterachse. Da muss noch, wäre ein Frontgewicht gar nicht so verkehrt. Da habe ich ja in der letzten Folge mal eine Mod-Vorstellung gemacht von einem Frontgewicht. Eventuell kaufen wir hier jetzt einfach das auch gleich nochmal dazu und hängen das dran. Machen das ein bisschen leichter. Weil wir ja jetzt kein 4 Tonnen Gewicht für den kleinen Traktor hier brauchen. Kaufen wir gleich und lassen es zur Farm liefern. Ja, mit der Ernte, das ist auch nur bedingt gut. Also wirklich abgeerntet sind die Felder nicht. So. Muss, wenn man quasi den Autopilot ausschaltet, auch sofort die Handbremse lösen, weil sie das nicht automatisch macht. So, steige in den Axion. Er weiß leider nicht, wo der Gülletank ist. Okay. Hoppala. Das zeigen wir ihm. Das kriegen wir noch raus. Achso, andere Seite. So. Dann hören wir auch gleich mal, wie der jetzt klingt. Das Motorengeräusch ist zwar noch nicht immer der Brüller, aber das Knacksen ist weg. Das ist schon mal gut.
Das ist schon mal sehr gut. Irgendwann kommt da auch nochmal ein richtiger Sound. So, fülle das Stapelfass. Machen wir. Jetzt schauen wir auch gerade mal, was der Schlauch hier macht. Ladegut auswählen, Slurry. Ja, jetzt wird er an der richtigen Seite angeschlossen. Das war bei der Gülle-Mission, wenn man da bei der Kläranlage war und falsch rum hinfuhr, dann ging der quasi unter dem Ding durch. So. Dings ist voll. Steige in den Axion 530. Machen wir. Fährt er hier jetzt von alleine weiter? Wenn nicht, ist das dein Problem. Tadam, tadam. Brauchen wir aber gerade noch ein Gewicht. Das müssen wir gerade mal kaufen. So. Und natürlich hier zur Farm. So. Dann können wir das nämlich mal anhängen. Jetzt seht ihr das dann nochmal bei Tageslicht, ne? So sieht's aus bei Tageslicht. Unser Class Flex White. Also flexibles Gewicht. So, müssen wir gerade mal anhängen. Ups. So. Zum Feld 14 sollen wir fahren. Das sollten wir auch hinkriegen. Und ich muss hier gerade mal kurz einen Moment den Haken wieder reinmachen, dass wir auch sehen, wo wir sind und wo wir hinwollen. So. Feld 14. Bin dort. Bearbeite Feld 14. Okay. X ist ausklappen. So. Hoppala. So. Und los geht's. Funktioniert jedenfalls ganz gut mit dem Ziehen jetzt. Auch wenn wir hier jetzt die ganze Ernte untergrubbern. So. Wie schnell können wir da... Ja. Mehr als zweiter Gang ist, glaube ich, nicht drin. Bearbeite Feld 14. Machen wir. Muss mal gucken, wie lange die Folge heute geht. Könnte eine etwas längere werden. Moment. Doch, Allrad ist an. Irgendwie klappt das mit der Schwimmstellung noch nicht so ganz. Ja, was ich noch nicht geklärt habe, ist, wie ich es verhindern kann, dass der immer vorne und hinten gleichzeitig absenkt. Ob ich das überhaupt verhindern kann? Oder ob das gar nicht geht? Weil ich will halt ja auch nicht immer oder nicht zwingend vorne absenken, wenn ich hinten absenke. Oder ob er das Gewicht nicht als solches erkennt. Also manchmal
passt das hier noch nicht so ganz. Mit dem Gruber. Das muss ich mal so feststellen. Wo man Gewicht vorne dran haben. Vielleicht zu viel Gewicht. Das kann natürlich sein. So. Muss nur gerade mal gucken. Das Gewicht muss man, glaube ich, mal ab- und anhängen, dass das... ja, das funktioniert nicht so, wie es sollte. Da tun wir uns ein wenig schwer. Ein wenig sehr schwer. Gruber zu groß, Schlepper zu klein. Oder eine Kombination aus beidem. Nicht so einfach. Schauen wir mal, was das wird. Ja, Feld 14 haben wir letztens auch gegrubbert, ne? In der vorletzten Folge, glaube ich. Oder in der davor. Aber da haben wir den großen Axion gehabt und nicht den kleinen Arion hier. Das ist dann halt schon ein Unterschied. Das Interessante ist, jetzt verhalten sich Gewicht und Gruber hintendran genau entgegengesetzt. Wenn der hinten runter geht, geht das vorne hoch und umgekehrt. Wahrscheinlich, weil wir das eben abgehängt und angehängt haben, als der Gruber unten war. Schon eine interessante, ein interessantes Verhalten, aber es wäre halt wirklich schön, wenn ich jetzt, wenn ich das halt getrennt machen könnte. Ich könnte eigentlich weiter da fahren, ne? Oh, hier nicht mehr wirklich. Aber im Moment fährt er besser, habe ich den Eindruck. Es war vielleicht wirklich zu schwer, das Gewicht vorne dran. Das hat den hinten gelupft. Jetzt haben wir es deutlich leichter gemacht und jetzt zieht er auch besser. Macht also doch eine Menge aus. So. Ich glaube aber nicht, dass wir es in der heutigen Mission fertig kriegen. Oder in der heutigen Folge fertig kriegen. Dann wird die Mission... also die Mission kriegen wir in der heutigen Folge nicht fertig, so. Weil dann wird das Ganze doch ein bisschen zu lang. Glaube ich. Oder wir machen es gleich auf Skip. Wobei Skip... vielleicht nicht die beste aller Wahlen. Mission complete, das wäre besser. Oder wir speichern halt und machen es dann in der nächsten Folge weiter. Können wir nochmal wieder ein bisschen Mission spielen. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen, ja, hin und her schwenken von was halt, wenn es kein, also wenn es nichts Neues mit Missionen oder so gibt, kann ich es im normalen Profil zeigen, wo wir halt das freie Spiel machen. Wenn es Missionssachen sind, wie jetzt noch zwei, drei Missionen hier, die da kommen, werden wir das in diesem Profil hier machen.
Und dann habe ich ja noch ein drittes Profil, wo ich testweise mal erstellt habe. Das werde ich dann, denke ich, künftig jetzt für Mod-Vorstellungen nutzen. Wenn dann, ja, neue Mods oder so kommen. Bin mal gespannt, wann sich da was tut. Wie, oder kriege ich ja nur von denen mit, die aktiv im Forum oder im Discord-Server schreiben. Die gar nicht groß was schreiben, sondern einfach machen, tun und probieren, von denen kriege ich es ja nicht mal mit. Oh. So. Eine Runde drehen wir, glaube ich, noch und dann... Ups. Bin mal gespannt, wann das mit der Kollision kommt. Soll ja nach Wunsch einstellbar sein, also entweder Kollision an oder Kollision aus. Jeder halt, wie er es dann am liebsten mag. Gibt da ja die unterschiedlichsten Geschmäcker. Manche wollen es möglichst realistisch, also mit Kollision. Manche sagen, oh, nö, ich habe lieber freie Fahrt, egal ob da ein Baum rumsteht oder nicht. Von dem her finde ich es eine gute Lösung. Das entsprechend variabel zu gestalten. So. Machen wir das Ding hier hoch noch und dann beenden wir die Folge auch für heute. Und machen in der nächsten dann hier weiter. Also langsam kriege ich ganz ehrlich Hunger. Ich habe jetzt schon ein paar Folgen heute aufgenommen, also nicht Kettle und Crops, da muss ich ja warten, dass das Update kommt. Aber ganz neu müsste heute schon die Folge gekommen sein, Hunt Showdown. Ganz neues Spiel, auch Early Access noch auf Steam erschienen am Donnerstagabend. 13 GB groß, deswegen konnte ich es dann erst am Freitag natürlich spielen, weil da habe ich einfach ein paar Stunden, die es dauert, bis es runtergeladen ist. So. Ja. Und dann beenden wir das an dieser Folge. Also an dieser Stelle beenden wir diese Folge. So. Werden dann in der nächsten Folge weiter grubbern. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal mit dabei. Den will ich gerade mal hier nach vorne. Oh, geht gar nicht. Ihr seid auch das nächste Mal mit dabei, wenn wir ja hier an der Mission weiterarbeiten. Ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.